Burn ist jetzt Burn erstmal wieder mit Ergänzungen von mir. Da denkt er zunächst natürlich in Eltern-Ich und Kind-Ich-Strebungen und dort in problematische. Er sagt, Intuition wird behindert durch Tabus, wenn ich gelernt habe, dass ich Dinge nicht wahrnehmen darf. Zum Beispiel, dass der andere mich eigentlich für seine Zwecke missbraucht und mir aber erklärt, es wäre wissenschaftlich wichtig und für mich notwendig. Und wenn ich aus einer Familie komme, in der man nicht sagen darf, du missbrauchst mich, das Tabu ist, also ein Tabu zeichnet sich dadurch aus, dass man existenzielle Bedrohung subtil erlebt, wenn man diesen Aspekt der Wirklichkeit wahr sein lässt. Dann ist es schwierig, bestimmte Bereiche, sprich Denk- in Schließmuskeln oder solche Sachen, wenn man denkt, das ist Ebbe, wie darf denn ein Coach sich mit solchem psychoanalytischen Ferkelkram beschäftigen, dann ist es natürlich ein Bereich, in dem man hilfreiche Diagnosemöglichkeit sich erschließen könnte, dann halt auch nicht nutzen kann. Und dann merkt man halt nicht, dass man beschissen wird die ganze Zeit, weil die Intuition, die einem das sagen würde, durch das Tabu beeinträchtigt ist. Und das wäre jetzt der negative, beeinträchtigende Eltern-Ich-Einfluss und der beeinträchtigende Kind-Ich-Einfluss. Ich finde nicht, dass man das dem zuordnen sollte, aber das war halt jetzt Burn. Ich finde es aber trotzdem wichtige Kategorien. Das sind uneingestandene Begierden und Wünsche. Also wenn ich mir nicht eingestehe, dass ich das unheimlich toll finde, wie dieser Mensch sich unter meinen Händen formt, also Bemächtigungswünsche, dann beeinträchtigt sich natürlich massiv meine Intuition. Und Burn hat ja gesagt, die Kunst besteht ja darin, sich selbst in die Lage zu versetzen, dass die Intuition im Dienste des anderen arbeiten kann. Die Intuition ist aber evolutionsbedingt zunächst dafür gebaut, in deinem Dienste zu arbeiten. Es ist also eine Leistung der Selbstlosigkeit, die nicht so leicht zu erbringen ist, die Intuition in den Dienst einer Aufgabe und einer Gemeinschaft zu bilden, einzubringen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dafür sorgen musst, dass es auch unterschwellig und versteckt nicht notwendig ist, angeblich im Dienst der Gemeinschaft zu arbeiten, aber also an den entscheidenden Stellen ist der Fortgang motiviert an dem Dienst, den ich mir tun möchte, meine eigene Großmannssucht zu befriedigen. Ich mache das Interview über die sexuellen Gewohnheiten in der Psychotherapie sehr lang, habe ich natürlich immer gemacht, man muss ja alles mal kennenlernen, aber es hat an der Stelle nicht die Funktion, etwas zu erfahren, was für die weitergehende Behandlung interessant ist, sondern hat die Funktion, mal ein bisschen unter die Wäsche zu gucken. Das ist nicht an sich ja nichts Schlimmes, aber ich gestehe es mir ein und behaupte nicht, das wäre therapeutisch notwendig. Also die uneingestandenen Begierden. Wenn ich sie mir dann erstmal eingestehe, dann kann ich sagen, okay, da habe ich offenbar Nachholbedarf, muss das in der Therapie sein. Also ich kann überlegen, ob ich diese Begierden nicht woanders unterbringen kann. Hopp. Dasselbe gilt natürlich mit Begierden nach Geld und Ähnlichem, aber auch uneingestandene Vermeidungsverhalten. Deswegen ist eine wichtige Maßnahme, professionelle Intuition zu schulen, indem man jemandem hilft, auf gute Weise und ehrliche Weise mit seinen Begierden und Bedürfnissen umzugehen. Das heißt, zu lernen, dass erotische Wünsche ausreichend und rechtzeitig und dort, wo sie ausgelebt werden dürfen, befriedigt werden und nicht unterschwellig in einer seltsam schwülstigen Atmosphäre als Begleitmusik etwa einer medizinischen Behandlung. Ich kann es natürlich versuchen, dem das zu verbieten, das zu tun, aber noch besser ist, dass er an der Stelle satt ist, dann nagt er nicht heimlich an mir rum.
Und da kommen natürlich die ganzen Fragen der Lebensführung rein, die Voraussetzung dafür schaffen, dass ich als Professioneller wirksam und auch ethisch gut vertretbar arbeiten kann und nicht angeblich was für andere tue und tatsächlich hauptsächlich mich bereichere. So, soweit Byrne. Finde ich sachlich interessant, finde ich auch wichtig als die kulturbildenden Ableitungen, die man daraus machen kann. Manchmal kombiniert sich das ja, es gibt eine Therapieschule und manchmal hat es auch mit den Denkweisen zu tun, die sagt, wir sind durchanalysierte Menschen, wir haben keine Tabus und über unsere Begierden sind wir uns auch im Klaren, deswegen sind wir in der Lage, neutrale, hilfreiche Gesprächspartner für andere zu sein. Erstens stimmt das nicht und zweitens wird sozusagen noch ein professionelles Tabu aufgebaut, sich klarzumachen, dass das nicht stimmt. Also da hat man eine professionelle Deformation, die zu einer doppelten Beeinträchtigung von Intuition und führt und zu einer doppelten Beeinträchtigung, Intuition wirklich in den Dienst einer Aufgabe stellen zu können. Ich selbst möchte zwei Dinge hinzufügen, die sich eben aus dem psychoanalytischen Denken nicht von selbst ergeben hätten, aber ich kann mir drei Dinge vorstellen, dass Byrne dem sehr zustimmen könnte. Das eine sind schlicht hemmende Gewohnheiten. Die Intuition wird einfach dadurch behindert, dass sich Selbstverständlichkeiten entwickelt hat. So ist das, so muss das sein, so muss man das sehen und gar nicht gemerkt hat, dass man die auch in Frage stellen könnte und von daher die Intuitionen sich einfügen in diese Gefüge und nicht ganz andere Dinge sehen können. Das gilt natürlich auch für bewusste Wahrnehmung. Ich habe ja schon ganz früh in den 70er Jahren Aufsätze geschrieben, wie gegen die Macht der Gewohnheit, um aufzuzeigen, dass der größte Feind kreativen Arbeitens eigentlich nicht die Traumata sind, sondern die Gewohnheit. Die Selbstverständlichkeiten, die nicht mehr möglich machen, Dinge neu zu entdecken und zu befragen und kreativ zu entwickeln. Das ist natürlich psychoanalytisch nicht besonders interessant. Aber ich finde, ich finde wichtig, dass man seinen Gewohnheiten da auf die Spur kommt. Ich bin großer Freund von Gewohnheiten. Wir haben ein Stammlokal und ich sage wie immer, und er bringt mir das. Ich finde Gewohnheiten wunderbar. Es geht um die unerkannten Gewohnheiten, die nicht bewusst gewählten Gewohnheiten. Und dazu gehören natürlich auch viele professionelle Figuren. Und dazu gehören auch die professionellen Gewohnheiten, die durch bestimmte professionelle Schulen geradezu verlangt werden. Also die Gewohnheit, wenn ich eine Idee habe, was das Problem des anderen sein zu können, mich zurückzulehnen und stattdessen zu verbalisieren, was seine Emotion ist. Wenn ich intuitiv fit bin, verbalisiere ich das so, dass er dabei doch versteht, was ich meine, was ihm fehlt. Aber da entstehen sehr viele tricky Dinge, und die haben etwas eben auch mit Gewohnheitsbildung in Professionswelten und in Organisationswelten zu tun und mit Tabubildungen. Und etwas, was oft gar nicht gesehen wird, weil es irgendwie anstrengend ist, Intuition wird einfach beeinträchtigt dadurch, dass einem Kompetenzen fehlen. Man ist nicht in der Lage, man hat nicht gelernt, ein Organigramm einigermaßen zu konzipieren und so zu dokumentieren, dass man jetzt überhaupt mal einen Rahmen hat, in dem intuitiv es arbeiten kann, wo da vielleicht Probleme liegen. Also auch da ist das Handwerkliche nicht zu vernachlässigen und man kann das nicht alles durch Intuitives ersetzen. Und dazu gehören auch, dass bestimmte Intuitionsbereiche einem einfach nicht zur Verfügung stehen, weil einem die Lebenserfahrung fehlt. Also es gibt auch einfach Lebenserfahrungen, die einem helfen, bestimmte intuitive Interessen überhaupt zu entwickeln und zu wissen, worum es sich handelt, dem man da begegnet, weil man es überhaupt erkennt, weil man eben entsprechende Erfahrungen auch schon mal gemacht hat, sowas schon mal gesehen hat. So, jetzt zusammenfassend nochmal
Merkmale der Intuition. Es ist so ein bisschen wie Blitzpuzzeln, eine Collage aus Puzzlestücken, die ganz verschiedenen Sets angehören, und ein Computer, der das ordentlich machen würde, müsste lange rechnen, um die aus den unendlichen Anzahl von Möglichkeiten und Bezügen dieser Welten auszurechnen, wie das zusammengehört. Die Intuition kann das sofort und setzt es sofort in Handeln um. Die Logik der Wirklichkeitsebenen, die hier zusammenspielen, ist nicht so wichtig und vermutlich ist in der tatsächlichen Versteuerung von Menschen diese Logik auch wirklich nicht so wichtig. Das, was die Wirklichkeitsbilder, die damit verbunden sind, sind nicht unbedingt in Bewusstheit und Sprache gefasst. Das hatten wir schon, sondern ich muss mich beobachten, kann sie aber dann in Sprache fassen. Aber manche davon sind auch überhaupt gar nicht fassbar, weil wir die Sprache nicht dafür haben. Und trotzdem einen gewissen Respekt, da wirkt noch was in mir mit. Ich muss es nicht erklären können. So dass wir von daher auch einfach dem Numinosen ein Stück verbunden sind, und das darf auch sein. Intuition ist in kürzester Zeit verfügbar, Gott sei Dank, weil die meisten Situationen entscheiden sich relativ schnell. Der Rest ist Ausschmückung. Sie organisieren Erleben und Verhalten unmittelbar, ob man es merkt oder nicht. Schön ist natürlich, wenn man intuitiv positiv begabt ist, stört es denn nicht, dann geht es einfach gut, ohne dass man was dran macht. Wenn es problematische Intuitionen sind, kommt man natürlich in die Bredouille, und dann ist gut, wenn man Verfahren hat, das leistet Supervision und solche Dinge, um dann wieder rauszufinden. Man hat, das ist aber jetzt gerade da schon drin gewesen, will das jetzt nicht unnötig ausdehnen, damit auch einen Rapport zu kollektivem Unbewussten, also zu einem in der Seele liegenden Evolutions- und Kulturwissen. Das hat jetzt mit was ganz Bestimmtem zu tun aus der Jungschen Traumdeutung, der sagt, wenn wir uns zuhören, also in uns liegt, ohne dass wir das je subjektiv gelernt haben, ein Kulturwissen. Das heißt, wenn von Feuer die Rede ist, weiß unsere Seele um die Eigenschaften von Feuer, dass es einen Feuersturm geben kann, was der Unterschied zwischen einem Herdfeuer und einem Lagerfeuer ist. Unsere Seele weiß, und das erklärt sie sich eben damit, dass genauso wie wir ein genetisches Erbe antreten, treten wir auch ein Erbe von dem Evolutionserfahrung des gesamten Globus an. Der ist uns nur nicht verfügbar, es sei denn, wir lernen ein Stück Kulturverständnis, indem wir uns selbst zuhören und zusehen, was es in uns weiß. Und das, was es in uns weiß, äußert sich manchmal in unserer Sprache. Und deswegen ist es dann gut, und das machen wir in der sogenannten Amplifikation in der Traumdeutung, nämlich, dass wir fragen, was für ein Kulturwissen steckt in den Ausdrucksformen der Inszenierung in mir. Es ist mein Theater und trotzdem bin ich Zuschauer. Es gibt in mir auch Regisseure, Drehbuchschreiber, die ganz viel wissen, aber wenn ich versuche, meinen Traum zu verstehen, bin ich Zuschauer und ich muss studieren, was die mir erzählen. Aber das Kulturwissen ist irgendwo in mir und rührt bis in das man stellt sich das so vor, deswegen sind es zwei, dieses Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation, zwei Huckel, die nach unten offen sind, dass wir alle irgendwo miteinander verbunden sind mit dem Schicksal der Menschheit. Und deswegen hat es einen Grund, wenn ein Hai in unserem Darm vorkommt, selbst wenn wir nie am Meer waren, weil irgendetwas in uns weiß, was die kulturelle und Evolutionsbedeutung von Hai ist. Und der Jung hat da ja 700 Seiten über einen Traum geschrieben, über eine Symbolik, die Fischsymbolik hat den Jungen jahrzehntelang beschäftigt. Also von daher auch unheimlich spannend. Also in uns selbst ist ganz viel Evolutionswissen und Kultur. Es lohnt sich, dass wir lernen, mit uns und miteinander in Dialog darüber zu gehen.
Wir brauchen dazu nicht Lexika blättern. Bisher haben wir uns beschäftigt mit der Intuition des Vorhandenen, das wir nur unbewusst wahrnehmen. Ich möchte noch auf die Intuition des Möglichen hinweisen. Die habe nicht ich erfunden, das ist Jung, obwohl er es theoretisch nicht richtig eingefügt hat in sein Typenlehre-Modell. Das heißt, Jung geht aber davon aus, dass es eine seelische Möglichkeit gibt, aus den vielen Dingen, die theoretisch möglich sind, solche, die dazu tendieren, Wirklichkeit zu werden, dass wir dafür ein Organ haben. Das lässt sich natürlich empirisch, das ist eine andere Welt als die des Vorhandenen, das ist die Nase für das Mögliche, wie Marie-Lise von Franz sagt oder wie im Mann ohne Eigenschaften gesagt wird, wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, müsste es auch einen Möglichkeitssinn geben. Und das meint nicht Spindisierfähigkeit, mir irgendwas auszudenken, sondern von dem, was sein könnte, ein Bild zu entwickeln, einer Spur folgen zu können, wie einer Goldader, um dem zur Verwirklichung zu verhelfen, was als Blaupause diesem Organ erkenntlich geworden ist. Und ich behaupte, dass die Bindung von Menschen aneinander und auch im Professionellen, in der Psychotherapie redet man so viel von Empathie im Sinne von, ich habe Einfühlung in das, wer du bist, wo du bist und wo du herkommst. Ich glaube, dass wenn die Seele des anderen merkt, Mensch, der sieht etwas in mir, das angelegt ist und das ich selbst gar nicht so fassen könnte, aber so wie der mit mir spricht, merke ich, es wird etwas wach, was in mir zum Werden drängt, dass diese Einschätzung der Seele oft viel entscheidender ist, ob eine Bindung und ein Interesse des gemeinsamen Weitermachens entsteht, als das Mitfühlen für das, was ich schon geworden bin. Gut, und da haben wir jetzt dann die Anschlussmöglichkeiten von Intuition, von Spiegelung als Verfahren, das wir ja sehr viel verwenden, um Intuition auszutauschen, zu üben, zu schärfen, was ganz hohe Bindung auch in den Gruppen herstellt. Weil die Menschen sind, ich habe das genannt, die identitätsinteragierende Ebene jeder Kommunikation. Wenn ihr den Menschen mal unter dem Gesichtspunkt zuguckt, die sind ständig dabei zu erzählen, wer sie sind und wer sie gerade werden wollen. Das kann man durch fast jede Erzählung durchhören. Und wenn ich dafür ein feines Ohr kriege und mitprüfe, ob das mir plausibel ist und ob das für die Ahnung, ob es eine stimmige Ahnung gibt, der sagt, ja, das könnte gut sein. Oder da versucht sich jemand in eine Zukunft hinein zu erzählen, wo ich das Gefühl habe, gut, da verdient er vielleicht mehr, aber das ist es wirklich nicht. Dann werden wir uns natürlich sehr wertvolle Gesprächspartner und eine Dialogkultur, in der sowas Platz hat, ist natürlich eine sehr zukunftsträchtige und selbstverwirklichungs- und sinnträchtige Dialogkultur. Da kommen wir dann automatisch an die Themen mit den persönlichen Mythen und wir kommen dann automatisch an die Dialog an die Fragen der Organisationskultur. So, jetzt nochmal zu Byrne. Der hat das damals schon ausgegeben und ich kann das heute eigentlich in etwas anderer Sprache nur bestätigen. Das Dialogmodell der Kommunikation, bewusst methodisch, in Kombination mit unbewusst intuitiv, repräsentiert das ja. Es gibt, Byrne zitiert Poincaré, es gibt eine Zeit für wissenschaftliche Methodik und eine Zeit für Intuition. Die eine schafft mehr Gewissheit, an anderer Stelle sagt er Sicherheit und die andere mehr Möglichkeit. Zusammen sind sie die einzig mögliche Grundlage für kreatives Denken. Kann man nur zustimmen. Und bei uns zeigt sich das in diesem Dialogbild. Da sind jetzt noch ein paar Charts hinten dran, die das Ganze in das Zusammenspiel von Wissenschaftlichkeit und Poesie und sowas stellt. Aber ich glaube, das muss jetzt nicht noch sein. Das könnt ihr einfach euch dort anregen lassen. Ich fände das einen ganz guten Punkt, um den zur Landung anzusetzen und den Bogen zu schließen. Von
Umgang mit Komplexität und Intuition bei Burn und was wir alles noch daran Schönes an Genuss haben können und weiterentwickeln können. So, ich danke euch. Heute Abend können wir ja, wer mag, noch beieinander sein. Es gibt ein, glaube ich, ein bisschen gehobenes Essen, wo weiß gar nicht, was man, oder kann man nichts heben. Ist gut genug. Schön. Dann gehen wir jetzt alle in einen Rollen- und Sphärenwechsel und ich freue mich, euch dann nachher wieder zu begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch dieselben seid, aber äußerlich gibt es Wiedererkennung. Ihr seht jetzt denn ein Gedicht von einem Herrn Wachel Lindsay, wenn er sich so spricht, ein amerikanischer Dichter, der so am Rand der Gesellschaft gelebt hat und sich mit 51 auch das Leben genommen hat, wie ich aus dem Internet entnommen habe. Dieses Gedicht habe ich deswegen ausgegraben, weil mir die Vanita erzählt hat, dass dieses Gedicht Burn berührt hätte. Burn war ja selbst eine sehr schillernde Figur, da gibt es ja auch Literatur darüber, der wirklich auch seine unaufgeräumten Ecken und Kanten hatte. Er war einerseits sehr philosophisch unterwegs, andererseits, ich weiß jetzt nicht, ob das eine amerikanische Tradition ist, hat er ja regelmäßig Poker gespielt. Und diese Winner- und Loser-Dynamik, die bei TA immer so eine Rolle spielt, hat von daher manchmal auch so ein bisschen diesen Gambling-Touch. Und da vermute ich, ich habe ihn ja persönlich nie kennengelernt, war er auch eben ein Zerrissener. Nicht ein Glatter, aber wenn man in die Kulturgeschichte guckt, die bleibenden Kulturgüter sind selten von den Normalos geschaffen worden, sondern immer, oder nicht immer, aber sehr häufig eben von Menschen, die in Abgründe geschaut haben, die grenzgängerisch unterwegs waren und dabei dann doch was gebären konnten. Und deswegen finde ich das irgendwie ein ganz schöner Appell, den ich jetzt natürlich mit Burns Seele in Verbindung bringe, über Ecken hinweg erzählt, keine Ahnung, ob das mit dem Urgeschehen und Text wirklich was zu tun hat, aber für uns hier kann es ja trotzdem eine Erzählung sein. Ich lese es jetzt mal kurz in Englisch. Ein paar Wörter habe ich drin nicht gekannt, also ich werde es dann ein bisschen sinngemäß übersetzen, wie ich es verstehe. Let not young souls be smothered out before they do acquaint deeds and fully flaunt their bride. It is the world's one grime, its babes grow dull, its poor are ox-like, limp and leaden-eyed. Not that they starve, but starve so dreamless. Not that they sow, but that they seldom reap. Not that they serve, but have no gods to serve. Not that they die, but that they die like sheep. Also einige Wörter habe ich nachgeguckt und es scheint ja eher eine slangnahe Sprache zu sein, deswegen ist überhaupt nicht für Übersetzung garantiert. Also es wäre schön, wenn die jungen Seelen nicht ausgelöscht würden, bevor sie ihre Taten vollbracht und ihren Stolz, vielleicht sollte man auch Würde sagen, ihre Würde entwickelt haben. Es ist ein Verbrechen in der Menschheit, dass die Kinder so gelangweilt aufwachsen. Das Armselige daran ist, dass es ochsähnlich, verschleiert, glaube ich, und bleiernäugig ist. Nicht, dass sie hungern, ist das Problem, aber dass sie so traumlos hungern. Nicht, dass sie sehen, sondern dass sie selten ernten. Nicht, dass sie dienen, aber dass sie keine Götter haben, denen sie dienen können. Und nicht, dass sie sterben müssen, aber dass sie sterben wie die Schafe.
Also bei mir kommt das so ein Flair an. Burn, Silent Inspiration. Und von daher ergibt sich für mich auch immer die Perspektive, wie kommt man zu einem sinnvollen Leben, das eigentlich nach, das ist eigentlich das Ziel der Befreiung, das ist frei sein von Einschränkungen, ja, aber in Ketten tanzen. Und welchen Tanz tanzt man dann? Ja, zu diesen. Ja, ich fange einfach mit einigen Perspektiven auf Persönlichkeit, auf Lebensentwicklung der Transaktionsanalyse an. Das eine hatten wir schon gehabt. Ich bin okay, du bist okay. Dieser einfache Slang weist einfach auf grundsätzliche Lebenspositionen hin. Schön, gesund, und gesund ist ja nicht alles. Ich kann ja auch mit Beeinträchtigung ein sinnerfüllter Mensch sein. Sodass ich möchte das immer so ein bisschen relativieren, diese Gesundheitsbesessenheit. Also die beseelte Position, würde ich sie mal benennen, das ist, ich fühle mich im Wesentlichen okay und die Welt ist auch im Wesentlichen okay. Und das ist natürlich sehr schön, wenn wir das mal so erleben. Man geht davon aus, dass ein Säugling, wenn die Umgebung stimmt, das in seinem Hauptmodus hat und dann im Laufe der Zeit eben durch beeinträchtigende Erfahrungen das ein bisschen schwierig wird. Ich bekenne ganz offen, dass ich Mühe damit habe, die Dinge so okay zu finden. Also öfter mal, wenn ich dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin und mir die Welt um mich herum angucke, da denke ich manchmal, weiß nicht, da fällt mir der Witz ein von den beiden Planeten, die sich treffen. Der eine ist die Erde und das andere ist ein anderer. Fragt der andere die Erde, wie geht's dir? Sagt er, oh, hab ein Problem, was ist los? Menschenbefall. Sagt der andere Planet, mach dir keine Sorgen, geht vorüber. Also es ist eben nicht, glaube ich, nicht nur neurotisch, da nicht auf dieser beseelten Position immer sein zu können, sondern ein ständiges Ringen damit. Manche Menschen können es vielleicht. Ja, wir haben es im Dramadreieck ja schon gehabt, die Plus-Minus-Position, dass man eher versucht, und die, man stellt sich das, glaube ich, so vor, wenn man selbst in seinem Welt- und Aufgehobenheits- und Wertgefühl sich nicht okay fühlt, ist es praktisch eine kompensatorische Position. Ich mache mich dann aber wertvoll und suche mir etwas, was ich verabscheuen oder was ich betuddeln kann, was minderwertig sein muss, um relativ wertvoller zu sein. Man nennt diese Position auch die paranoide Position. Ich wäre schon recht, wenn die Welt nicht solches Ungemach bereiten würde. Und wenn diese Kompensation nicht gelingt, ist man dann eher in der depressiven Position. Die Welt wäre okay, aber ich bin ihrer offenbar nicht wert. Irgendwas an mir ist nicht hinreichend. Aber wenn ich mich mit dem, was ich gut finde, irgendwie verbinden kann, dann erhebt es mich wenigstens ein bisschen. Wenn solche Tendenzen nicht da wären, würde ja das Opfer nicht einen Retter oder Verfolger suchen. Die Suche, dass man sich dem aussetzt, ist ja, dass man einfach Kontakt sucht und hofft, auf diese Weise doch vielleicht in einen Okay-Zustand zu kommen. Und wenn man bezüglich sich selbst und der Welt aufgegeben hat, ist das diese Minus-Minus-Position, die Verzweifelte, die dann sehr oft auch in irgendeiner Form zur Auslöschung der Existenz führt. Das ist jetzt erstmal so psychologisch beschrieben, und die Vanita English hat eben diese etwas gesundbeterische I'm okay, you okay Variante immer auch relativiert, indem sie gesagt hat, das müssen wir realistisch sehen, unter Ansehen der Verhältnisse in der Welt, und
ich finde auch, dass ich nicht so ohne weiteres, also man kann jetzt, wenn man differenziert in Ich-Zustände und Rollen und so, kann man immer fragen, ja, finde ich das denn so okay, etwa die Funktion, die ein Manager in einem bestimmten Unternehmen einnimmt. Ich kann, und dann fängt die ganze Sache an, doch sehr differenziert zu werden. Ich kann den als Mensch im Prinzip annehmen, er rührt mich auch. Wenn ich aber gleichzeitig manchmal sehe, wie er seine Position ausfüllt, was für eine Kultur er schafft oder aufrechterhält und was für Folgen das für andere Menschen hat, dann habe ich Probleme damit, das okay zu finden. Sondern ja, das geht bis dann hin zur Ablehnung und dass das nicht sein darf und dass man gesellschaftlich auch eingreifen muss. Es hat einen Bezug, diese Frage der Okay-Haltung zu den Positionen des Sinnzirkels, auf den ich später noch mal kurz komme. Ich habe ja den Europäischen TA-Preis damals für diese Dilemma-Zwickmühlen-Thematik bekommen. Und ich habe später, das ist ein Diskussionsprozess, den ich nachher ein bisschen noch schildere, auch in Diskussionen mit dem Matthias Wager von Kiebet und anderen, bin ich dazu gekommen, ein Pendant dazu zu entwickeln, einen Sinnzirkel, weil dieser Dilemmazirkel eigentlich die negative Variante des Ringens mit Sinn ist oder so betrachtet werden kann. Also das sind die Okay-Haltungen. Kurz einige Dinge aus dem Menschenbild der TA. Ganz wichtig immer ist Autonomy, erklärt sich natürlich auch aus der Zeit 60er, 70er Jahre. Der Mensch möchte, die Menschheitsentwicklung, zumindest in unserem Kulturkreis, geht ja in immer größere Individualität und Verantwortlichkeit für Individualität. Also frei sein, selbstbestimmt. Und in den meisten TA-Konzepten, das habe ich ja jetzt schon öfter erläutert, ist es die Frage frei wovon, nämlich von einschränkenden Kindheitserfahrungen, die zu Lebensmustern und Gewohnheiten geworden sind. Aber damit ist es sicher nicht getan, sondern wir brauchen immer, finde ich, einen zweiten Teil, frei wofür. Und meine Erfahrung eben ist, wenn man mit Menschen in eine sinnorientierte Kultur reinkommt, dann entfaltet sich die Seele eigentlich in den Aufbau von Sinnvollem hinein und entzieht den negativen Erfahrungsmustern einfach ihre Energie. Und sie dürfen auch, alle sind irgendwo, bleiben wir neurotisch. Wir brauchen nur unter genügend Druck kommen, kommt jeder an seine neurotische Ecke. Aber da kann man nicht so aufräumen, dass da keine Gefahr mehr besteht. Das macht auch gar keinen Sinn, auch von Ressourcen her nicht. Und man ist außerdem dann das ganze Leben mit Aufräumen dieser Art befasst, was vielleicht nicht unbedingt der wichtigste Lebenszweck ist. Da gibt es einen Spruch, der jetzt mir gerade einfällt, den ich eigentlich später irgendwo habe, aber er passt so schön dazu. Einer meiner Lehrer war der Mike Brown. Dieses braune Lehrbuch, Williams and Brown ist das. Und der hat damals bei Ericsson auch schon studiert, hat mich auch später zu Ericsson gebracht. Und der hat mit uns so schöne geleitete Fantasien gemacht. Der war so pragmatic American, real nice guy. Und der hat mit uns mal eine sehr schöne geleitete Fantasie gemacht, deren Überschrift war: You don't have to shuffle all the shit before you can ride the pony. Und hat uns da in der Fantasie auf einem Reiterhof geführt und man wollte jetzt eigentlich losreiten und dann merkt man, wie viel Scheiße da auf dem Boden liegt. Und er hat es uns so drastisch dargestellt, dass immer wenn wir eigentlich losreiten wollen, wir dann doch noch was gefunden haben, noch so einen kleinen Haufen und so. Und die ganze Fantasie war dann damit beendet, dass man immer nur an diesen Haufen rumgemacht hat und eigentlich nie losgeritten ist. Und das war mir eine drastische Warnung. Ja, das zum Thema Autonomie. Jetzt haben wir ja Schillertage gerade in Mannheim wieder. Ich gehe heute Abend in die Räuber, in die klassische Aufführung im Mannheimer Theater. Das ist ja ein großes Thema der Menschheit. Dann Awareness, also das Gewahrsein, das Aufmerksamsein, das Präsentsein
finde ich ganz wichtig. Und viele meditative Praktiken der Schulen und so befassen sich ja alle damit. Versinke nicht in Schemata, in automatisierten Prozesse, sondern versuch präsent zu sein. Was ist das Leben jetzt? Finde ich auch wichtig. Gleichzeitig möchte ich möchte halt immer was ergänzen, Perfektionistensyndrom, finde ich schon auch wichtig, welche Horizonte sind es, auf die ich die Aufmerksamkeit richte. Und da ist es mir halt schon recht, wenn es nicht immer der eigene Nabel ist. Spontanität, klar, schön, wir fühlen uns selbst gut, wenn wir uns unbefangen fühlen können, wenn wir ohne uns selbst irgendwie schwerfällig oder im Weg oder gestört zu fühlen, mit der Welt und mit anderen Menschen in einen flüssigen, leichten Kontakt kommen. Das ist nicht jedem so gegeben. Da gibt es erstens Typenunterschiede. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir im Rahmen unseres Typs, in der Art und Weise, wie wir sind, das erlernen. Ich bin jetzt ein Mensch, dem es von seiner emotionalen Resonanz, von der Lebensart her, wenn ich einfach die Typen in meiner Familie angucke, bis hin zu möglicherweise einer genetischen Disposition, wie auch von meinem kulturellen Umfeld her, der da jetzt besonders erfahren gewesen wäre. Und auch frühkindlich bin ich da bestimmt nicht besonders gut trainiert worden. Und jetzt war für mich oft ein Problem, dass die Maßstäbe von freiem Kind und da hat man ja sehr gefühlsorientierte Therapie gemacht, dass ich da jetzt so sein soll und doch nicht so verkopft und nicht so rigide und so, dass mir das Riesenprobleme gemacht hat. Also erstens hat es meine Nicht-Okay-Gefühle getriggert, ich bin nicht wirklich menschlich, weil gleichzeitig meine Rebellion, weil das Bild von wie ich menschlich sein soll, habe ich gespürt, passt nicht auf mich. Und es war ein langer Emanzipationsprozess, in dem ich herausgefunden habe, wie meine Art von Spontanität richtig ist und meine Art von Emotionalität. Und dann habe ich festgestellt, ich bin nicht unemotional. Ich habe einen ganz anderen emotionalen Stil als der, der derzeit in der Szene bevorzugt wurde. Und der wurde damals eben nicht gesehen oder auch nicht gefördert. Da habe ich also auch, wie jede Entwicklung normalerweise hat, auch einfach einige Blessuren abbekommen durch Missverständnisse. Und deswegen ist es mir auch einfach wichtig, eine achtsame Position zu empfehlen, die sagt, versuch nicht einfach deine Lebensart auf den anderen zu setzen, sondern guck immer, wie es zu einer hohen Qualität, zur Spontanität dieses Typs kommen könnte. Das kann ganz anders sein als deine eigene. Solche Grundhaltungen haben sich ja niedergeschlagen, wie später in Konzepten wie Ich, Du, Ich, Es, Typ oder Ähnliches. Und dann dieser ganze Bereich der Wirklichkeitsstilanalyse, den wir da in Wiesloch entwickelt haben, für den, der leider nicht gut didaktisierbar ist, weshalb der in den Außendarstellungen nicht den Stellenwert hat, den er eigentlich haben könnte. Ja, und von daher ist auch immer die Frage jetzt, Spontanität, ja. Wie sieht es mit anderen Kräften, mit denen das irgendwie kombiniert werden könnte oder sollte aus, nämlich Disziplin und Nachhaltigkeit. Dann Intimität, die Fähigkeit, anderen unverstellt zu begegnen. Also ist das Thema der Authentizität. Und das heißt aber auch nicht immer dem anderen völlig offen sein, sondern Formen zu finden, wie man sich mit der Sache und mit den Menschen auf eine ehrliche Weise, aber durchaus geformte, nicht völlig ungeschützte Weise auseinandersetzt und begegnen kann. Generell gibt es zwei Bereiche, die ich immer den Impuls habe, zu diesen Perspektiven noch hinzuzufügen oder sicherzustellen, dass die da drin auch vorkommen. Gesellschaftliche Verantwortung habe ich gerade schon gesagt. Dann ist ja heute eines der großen Themen die Spiritualität. In der TA-Szene hat Muriel James das immer sehr vertreten, die selbst Theologin, glaube ich, ist, hat auch ein Persönlichkeitsmodell entwickelt, wo sozusagen innen in diesen drei Kringeln
ein Kanal läuft, der The Inner Core heißt. Also hat irgendwie versucht, in dieses ich-psychologische Modell eine Seele einzufügen. Lebt Muriel noch? Lebt nicht mehr? Weiß nicht. Bin nicht sicher, ob sie noch lebt. Also diese Generation, die stirbt aus. Wir haben einen Menschen da, der in der TA-Gesellschaft eingebunden ist und auch Lehrende unter Supervision, wenn ich es recht verstehe, ist. Sie kennt sich in den neueren Entwicklungen der TA ganz gut aus, haben wir auch noch eine Quelle. Wir hatten es ja jetzt schon, also die Frage ist, was treibt die Menschen an? Also Psychologie ist ja fast immer klassischerweise Entwicklungspsychologie und Motivationspsychologie. Die Motivationspsychologie ist die spontane Psychologie der Laien. Warum hat er das getan? Ich sag manchmal, um das zu geißeln, weil die Leute immer in Warum denken, weil das so reflexhaft ist, so wie die Kinder auch in unserem Kulturkreis zum Beispiel auch spontan nach Ursachen fragen. Das sind die Arten der Befragung von Wirklichkeit verstehen wollen. Und die psychologische Art zu befragen ist eben die Frage nach dem Motiv, weil man seltsamerweise, finde ich eigentlich heute schon fast, davon ausgeht, dass die psychologischen Phänomene aus den Motiven der Handelnden heraus erklärt werden könnten. Aber es gibt sehr viele psychologische Fragestellungen, die keine motivationspsychologischen Fragestellungen sind. Also die Frage, wie wirkt es auf jemanden? Egal wie es motiviert war. Was erzeugt es dort für komplementäre oder gekreuzte Reaktionen? Also vom Systemischen her gucken wir sehr viel auf die Entstehung und Entwicklung von Wirklichkeit, ohne sie aus den Beweggründen der beteiligten Handelnden erklären zu wollen, und das eröffnet viele Felder der Psychologie. Aber der klassischen TA liegt natürlich eine Motivationspsychologie zugrunde, und da werden drei Arten des Hungers, also der Bedürftigkeit, womit Menschen versorgt werden müssen, damit sie lebensfähig sind, unterschieden. Das erste ist der Strukturhunger. Man möchte wissen, wer man ist, wo man ist, wie die Welt ist und wie man sich auf sie beziehen kann. Das ist lokal, körperlich und emotional. Und gerade dieser, man will sich auskennen. Und lieber weiß man, dass man der größte Depp ist, als dass man gar nicht weiß, wer man ist. Was erklärt, dass Menschen problematische Verständnisse von sich und der Welt adoptieren, wo man sich fragt, warum macht so jemand das? Weil bessere nicht verfügbar waren, aber irgendwelche braucht man ja. Heißt natürlich umgekehrt auch, wenn ich bessere bieten kann und die annehmbar sind, dann verliert der andere natürlich das Interesse an der schlechteren Variante. Allerdings die schlechtere Variante kann sich natürlich in vielen Lebensverständnissen und Dynamiken eingebettet haben, sodass es dass die auch immer wieder getriggert wird durch die sich verselbstständigenden Kreisläufe der Lebensvollzüge. Also der Strukturhunger.